So, hallihallo und herzlich willkommen hier zurück auf der Bickenfeld, Folge Nummer 9. Und ich sag Moin. So, wir wollen in dieser Folge die Kühe füttern. Das funktioniert ja. Ich hatte ja in der letzten Folge so ein bisschen die Probleme geschildert und so mit dem Stall. Aber das Füttern funktioniert und deswegen machen wir das jetzt auch. Wie gesagt, Headtracking ist wieder mit am Start. Und ja, wir gucken mal. Wir brauchen auf jeden Fall zweimal Heu, einmal Stroh und den Rest kippen wir mit Silage auf. Und wir machen erstmal das Quarklied hier weg. So, jetzt pass auf. Ich habe auch, gib mir mal die Schaufel vor, die, ich habe jetzt auch hier unten, seht ihr das in der Mitte, wenn ich das mal auf Hintergrund mache. Da habe ich jetzt diese Gradzahl und so, das finde ich total praktisch. Aber dann sieht man das auch besser. Jetzt muss ich das nur noch lesen können. Aha, das heißt 6. Nein, ja. Vielleicht könnte das ein bisschen doll ablenken, aber ich glaube, das ist ganz cool, weil oftmals sieht man das gar nicht so richtig, was man hier so macht. Könnte sein, dass wir jetzt hier gleich ein Riesenchaos machen. Aber es sieht nicht so aus. So, ich musste das nämlich erstmal, weil die Gabel hier, die ist so lang nach oben. Und deswegen holen wir das erstmal auf den Boden der Tatsachen zurück. So, jetzt können wir eine Balle nehmen. Nicht? Okay, dann müssen wir uns vielleicht doch nochmal eine andere Forke organisieren. Oder wir nehmen die Mistforke, das würde ja auch gehen. Weil jedes Mal so umstapeln ist ja auch ein bisschen doof. Und an die da hinten, die da links stehen, da kommen wir ja auch nicht so richtig ran. So, komm her hier. Ups. Eieieiei, jetzt Bauer sucht Gang. So, warte mal, rückwärts. So, jetzt vorwärts. Sieh hier aber auch nix, du. Gar nix. So. So, dann hauen wir den einmal rein. Und dann, wie gesagt, zweimal Heu. Den Rest kippen wir dann mit Silage auf. Das haben wir auf unserem Abkipphaufen da hinten. Also, wer sich fragt, wieso, weshalb, warum, was ist hier los mit Silage und war das überhaupt ein Kuhstall da und so weiter, dem empfehle ich tatsächlich Folge Nummer 8 nochmal anzugucken. Oder, naja, zur Not ein bisschen durchspulen oder so. Denn da habe ich das so ein bisschen erklärt, wie, was, warum, wieso, weshalb, was hier für Probleme herrschen sozusagen. Und ich muss mich gerade noch so ein bisschen konzentrieren, aber ich glaube, das kriegen wir auch so ganz gut hin. Weil das ist tatsächlich schon einige Zeit her, als ich das alles hier aus der Innenansicht gemacht habe. Aber das kriegen wir schon hin, ne? Denn wir fahren jetzt gleich zum Silagehaufen. Wir fahren erstmal mit dem John Deere vor, holen dann den Fendt nach und dann erzähle ich euch nochmal was zum Fendt. Weil das habe ich nämlich in der letzten Folge ziemlich spät erst gesagt. Und deswegen sage ich das gleich nochmal. Oh, 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 und ups, jawoll. So, die Gabel lassen wir dann mal wieder hier. So. Und, warte mal, das hier war noch, und das war abkoppeln. Jawohl, sehr schön. Juti, dann fahren wir mal eben zum Silagehaufen. Ja, ich muss mich auch noch an meine neuen Tasten hier gewöhnen. Ich habe mir die jetzt nämlich umbelegt, weil, wenn ich nämlich was auf der Tastatur drücken will, dann muss ich erstmal so am Lenkrad unten vorbeigucken, auf die Tastatur. Um was zu suchen und das sieht dann so aus, wie es eben aussah. Das finde ich ein bisschen unschön. Deswegen habe ich jetzt Geräte durchschalten, aktivieren, abhängen und absenken. Habe ich jetzt auf dem Shifter vom G27 belegt. Aber da gibt es ja keine Buchstaben natürlich nicht und so weiter drauf und deswegen muss ich mir das merken. Und bis ich mir das gemerkt habe, ja, wie soll ich sagen. So, wie weit bist du? Ah ja, du brauchst noch ein bisschen. Okay, alles klar. Drescher brauchen wir jetzt nicht. So.
Ja, hier haben wir den 412er Vario Forme mit 125 PS oder sowas, unschlagbare 125 PS. Den gab das relativ günstig vom Contax. Da konnte ich mir den abholen. Vielen, vielen Dank dafür nochmals. Ja, richtig cool, dass ich den noch ein bisschen testen darf und so. Freigabe ist angefragt, so wie er geschrieben hat. Er hat aber noch keine Antwort. Und solange es keine Antwort gibt, ihr kennt das Spielchen. Leider, leider. Wie gesagt, Contax, vielen, vielen Dank dafür. So. Und der soll hier am Hof so ein bisschen, naja, den Futtermischer ziehen, unser Wasserfass da hinten ziehen, das müssen wir eh gleich machen. Und na, so ein bisschen Hofarbeiten, ne? Kein GPS, kein gar nichts hat er dran. Wirklich nur so, naja, so eine Hof-Piep. Vielleicht kann er auch mal ein bisschen Düngerstreuer fahren oder so, ne? Aber ansonsten, der soll hier gar nichts Dickes können. Der war auch relativ günstig. Kein Frontlader, der hat gar nichts, ne? Der hat die richtig Sparvariante. Aber du, für meine Flächen reicht das. So, stell dich mal schön hier hin. Dann müssen wir mal gucken, dass wir von diesem Erdhaufen hier noch was ab. Achso, wir können mal hinten den anmachen. Und mal gucken, dass wir von dem Erdhaufen hier noch was wegkriegen. Ja, wie gesagt, was ich damit mache, weiß ich jetzt auch noch nicht so genau. Das weiß ich auch noch nicht. Erstmal gar nichts. Erstmal so verwenden, wie es hier liegt. Was soll ich machen, ne? Ist halt schwierig. Naja, wir gucken mal. Irgendeine Lösung wird schon geben. Was natürlich auch ganz cool wäre, das fällt mir jetzt gerade so ein. Es gibt doch so platzierbare Mauern. Vielleicht könnte man links und rechts so eine Mauer ziehen und das dann dazwischen kippen. Allerdings müssten diese Mauern, diese platzierbaren, natürlich auch Tipp-Collies haben, dass das da nicht durchglitscht und so. Ah, müssen wir mal sehen. Ob das irgendwie hinhaut, weil... Das ist richtig viel hier, ne? Das sind noch, naja, ich sag jetzt mal so ganz grob über den Daumen 520.000 oder sowas. Das musst du hier erstmal verschaufeln. So eine danach noch und dann ist der hier voll. Dann kann ich euch das mal eben zeigen mit dem Abkippen vom Futter. Vielleicht haben da auch schon die einen oder anderen gesucht. Mir hat da auch jemand in die Kommentare geschrieben, wo ist bei dem Kuhstall der Strohträger? Ja, ich weiß es doch auch nicht. Ich hatte bis dato, als diese Frage kam, hatte ich noch gar keine Kühe. Und dann habe ich mir schon gedacht, warte mal, warum fragt der sowas? Irgendwas kann doch da nicht stimmen. Ja, irgendwas hat dann auch nicht gestimmt. Warte mal, ein bisschen machen wir noch. Und das war aber auch erst, nachdem ich das hier alles platziert hatte, ne? Ich habe das wirklich alles in-game gemacht. Die Bäume klein gehackt und weggefahren. Denn, und das mit Poltergabel und all so ein Theater, ne? Denn, naja, hier mit Pinsel rumgemalt und alles hingestellt und dies und das und so. Und erst danach kam das mit dem Strohträger auf und da habe ich echt gedacht, ich flippe jetzt gleich aus. Oh, ist immer noch was drin. Jetzt aber nicht mehr. So, und jetzt kann ich auch bis 0 runter, ne? Ja, oder auch nicht. Gut. So, dann machen wir den da hinten aus. Genug gemischt. Hat er eigentlich eine Anzeige? Nee, ne? Nö. Nö. Okay. So, wir müssen einmal hier wieder außen rum. Man könnte sich natürlich überlegen, für den Zeitraum jetzt noch so eine Zufahrt hier zu machen, ne? Damit das nicht ganz so behämmert aussieht, wenn ich hier ständig über die Wiese rüber knall. Aber, ja, weiß ich auch nicht. Ich weiß ja noch nicht, wie lange, ne? Wie lange das da so ist. Vielleicht überlege ich mir das nochmal mit den Mauern. Ich weiß es doch auch nicht. Aber ich glaube, so können wir erstmal damit leben. So, dann fahren wir hier unseren
neuen Weg lang. Ups. Also einmal hier hinten. Hier werden wir dann auch die Gülle holen, ne? Und natürlich den Mist. Ich habe richtig gute Miststreuer. Jetzt brauche ich nur noch Mist. So, und jetzt kommt gleich die Einblendung. Da ist sie. Im Stall, ich schwöre, im Stall ist nichts. Ich kippe jetzt hier ab. So, und dann geht das hier hoch. Also das funktioniert ja auch soweit, ne? Nur ist der Trigger da draußen. Wer weiß, wo dieser Strohträger ist. Natürlich ist er da. Wenn man sich das anzeigen lässt. Aber wenn ich mir das hier drin anzeigen lasse, ist auch hier alles voll mit Trigger. Und zwar mit genau diesem Trigger. In-game kippe ich aber irgendwo hier ab. Ja? Also, irgendwas ist da im Argen. So, wie geht's euch denn jetzt hier? 5 Simtaler Fleckviechern und 5 Holsteinern. Oh, das sieht aber gut aus, wa? Guck mal, Milch haben wir schon ein bisschen, Gülle haben wir schon ein bisschen und Möst. Ja, Gülle kann auch nicht viel mehr sein, weil wir brauchen Wasser. Da werden wir uns mal jetzt drum kümmern. Ich kann ja theoretisch den hier drin lassen. Theoretisch stört er jetzt niemanden, wenn ich den Futtermischer hier drin stehen lasse. Nö, eigentlich nicht. Dann machen wir das auch so. Das war diese Taste nicht, aber diese. Jawohl. Na, ich bin schon gespannt, wann ich den falschen Knopf drücke. So, dann fahren wir einmal hier rum. Ach, halt, stopp. Halt, stopp. Wir brauchen das Fass. Sonst wird das nichts. Einmal hier. Oh, das war ein bisschen knapp, ne? Guck mal, was machen die beiden da? Ja, okay. So, das Ding geht nach außen auf. Habe ich schon feststellen müssen. Ja, erstmal bis vors Tor fahren und dann aufmachen. Ups. Ich habe doch gesagt, vors Tor fahren. So, was ist jetzt? Hä, wo hänge ich denn hier? Ups. Mensch, Magger. Nun mach. Ü. Jo. Das wird wohl nix jetzt. Das läuft im Radio. Ah, Giants FM. Ja, wenn ich das abspiele, dann gibt das gleich ein GEMA. Nee, pass auf. Das tut mir jetzt auch wirklich leid, aber wir müssen. Wir müssen los. Das hilft nix. So, geh mal her hier. Jawolli. So, dann holen wir einmal Wasser. Das gibt's übrigens, Entschuldigung. Das gibt's übrigens, guck mal, die steht immer noch hier. Am Hof. Da ist ein Wasserträger. Habt ihr vielleicht, also ihr habt ihn sicher schon gesehen, aber gar nicht so bewusst wahrgenommen. Falls die Frage aufkommt, wo es auf dieser Map Wasser gibt, zeige ich euch. Total simpel. Und auch eine recht coole Idee. Allerdings möchte ich den sehen, der sein Wasserschlauch da reinhängt. Aber wenn er eine Pumpe hat, wieso nicht, ne? So, Start. So, und zwar hier. Am Kelcher. Kann man sich gut merken. Ein bisschen Wasserkelcher. Und hier ist ein Wasserschlauch. Ne? Da könnt ihr dann sozusagen die Fässer auffüllen. Was haben wir hier eigentlich noch stehen? Ist das Saatgut, ne? Oh, das müssen wir dann demnächst auch mal wegziehen mit dem Hubwagen. Hier sind noch 2 Siloballen. Die brauche ich jetzt erstmal. Ne, oh, die kann ich beim nächsten Mal reinschmeißen. Noch in den Futtermischer. Dann sind die auch mal weg. Ja, ansonsten, das Wasser kostet uns Geld. Aber ist jetzt gar nicht weiter schlimm. Ich finde das ganz okay. Dafür, dass wir die Kühe damit versorgen und so. Wie gesagt, finde ich ganz okay. Die bringen ja auch ein bisschen Geld, ne? Und wenn alles kostenlos wäre, wäre das ja doch auch nicht so cool. Sieht schon gut aus, ne? Es sieht schon echt krass aus. Also bei einigen Modellen denkst du dir auch, Junge, Giants, da hast du aber einen rausgehauen. Also das Fass hier, das haben sie aber richtig gut gemacht, ne? Richtig gut. So, ist voll. Sonst fallen mir noch mehr Lobigkeiten ein. Sagt man das so? Ich hab keine Ahnung. So, dann füllen wir jetzt noch eben Wasser auf.
damit wir das in dieser Folge auch noch gemacht haben. Und dann sind die Kühe erstmal schön, fein, fertig, glücklich. Ist doch cool, oder? Ich finde das gut. So, wir fahren hier außen rum. Das ist übrigens auch der einzige Trigger. Nee, stimmt nicht. Nicht der einzige. Dieser hier funktioniert auch. Stopp. Wenn ihr hier hingeht, Taste R, der geht auch zum Kaufen, ne? Und der Wasserträger. Die beiden Trigger funktionieren. Alle anderen sehen ein bisschen mau aus. Ich meine, vielleicht stelle ich mich auch nur zu doof an, ne? Ich habe Plux auch im Discord angeschrieben. Habe aber noch keine Antwort bekommen. Also Stand heute, 15. Mai. 23.53 Uhr. So, I. So, das funktioniert auch. Aber welche Erleichterung. Welch eine Erleichterung. Guck mal, dann geht's denen nämlich wunderbest. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Na, funktioniert doch. Nur schade halt mit dem Strohträger, ne? Aber wie gesagt, kriegen wir auch noch hin. So. Freunde des gepflegten Kuhstalles. Ich bedanke mich vielmals fürs dabei sein. Wenn es euch gefallen hat, gefällt es auch mir. Ja. Und würde mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Ja, dann müssen wir mal gucken, was wir dann machen. Wie gesagt, früher haben wir jetzt versorgt und so weiter. Das passt. Helge ist wohl scheinbar noch am Sehen. Gucken wir in der nächsten Folge, wie, was, wo, wer und wann. Ja. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht das Beste draus. Auf Wiedersehen und tschüss.